Auf der Bohrinsel Elgin in der Nordsee tritt weiter unkontrolliert hochexplosives Gas aus. Die Aktie des Betreibers Total ist gestern bereits unter Druck geraten. Und wir wollen über den Imageschaden und über den echten Schaden natürlich auch sprechen mit Roland Hirschmüller von der Baader Bank, der die Auslandsaktien hier an der Börse Stuttgart ganz genau verfolgt. Und die Frage ist natürlich, wie stark kann und wird Total unter Druck geraten angesichts dieser Probleme, die ja offensichtlich noch monatelang anhalten könnten? Ja, Total selbst sagt, bis zu 6 Monate kann es dauern, bis man mit einer Entlastungsbohrung hier dieses Leck wirklich dann schließen kann. Oder die zweite Möglichkeit, eine hochriskante Sprengung. Und davor schreckt man natürlich zurück. Aber um es konkret zu machen, die Total-Aktie selbst hat daraufhin circa 7% verloren. Das macht in Marktkapitalisierung 5 Milliarden Euro aus, was ja schon eine ganze, ganze Menge ist auf alle Fälle. Aber das Thema wird natürlich schlichtweg sein, das Bohrloch in 6000 Meter Tiefe, solche Unfälle dann zu beherrschen, zu reparieren. Das stellt wiederum die Frage, kann man weitere Tiefseebohrungen überhaupt machen? Wie gefährlich sind die? Die Umweltschutzorganisationen sind hier natürlich sofort auf dem Plan. Und den Schaden für das Meer kann man letztendlich noch gar nicht absehen und für die Umwelt. Viele denken rund 2 Jahre zurück, denken an den Golf von Mexiko und BP, ziehen auch Parallelen. Wie bewerten Sie die Parallelen, die möglichen Parallelen? Ja, Parallelen kann man, natürlich ist es beides ein Unfall in diesem Bereich auf Plattformen, aber die BP-Plattform, sie war natürlich wesentlich näher am Land. Es ist Öl ausgetreten, das sieht man natürlich sofort. Das ist ein ganz, ganz anderer Gedanke. Und die Schadensersatzansprüche in Amerika waren natürlich eine ganz, ganz andere Basis, weil natürlich durch die Verschmutzung der Strände, durch die Fischerei hier wesentlich mehr Schaden auch, zumindest offensichtlicher Schaden angerichtet worden ist. Die Plattform selbst ist 240 Kilometer in der Nordsee, wesentlich weiter weg vom Land. Insofern werden die Schadensersatzansprüche entsprechend nicht so groß sein. Aber die BP-Aktie damals hatte von der Spitze aus über 40% verloren. Jetzt 2 Jahre später längst wieder erholt, aber nichtsdestotrotz, die Gefahren bleiben hier bestehen und man sieht, wie risikoreich solche Investments sind, vor allem wenn in solchen Bereichen gebohrt wird. An der Börse gibt es jeden Tag Gewinner und Verlierer. Verlierer nun Total, wir haben darüber gesprochen, aber es gibt auch Gewinner beim Bereich Auslandsaktien. Da schauen wir nach Japan, zu Sharp, was ist da los? Ja, zu Sharp, die Aktie Limit Up in Japan, ein Kurssprung von über 15% und im Hintergrund, wie könnte es anders sein, scheint Apple seine Finger im Spiel zu haben. Apples großer Auftragsfertiger in China, Foxconn, hat 10% an Sharp gekauft. Hintergrund ist, die kommen nicht mehr mit der Produktion von Displays nach für iPad und für iPhone und der große zweite Hersteller hier in diesem Bereich ist Samsung und Samsung ist gleichzeitig der große Konkurrent von Apple natürlich bei Smartphones überhaupt und jetzt hat man mehr oder weniger mit Foxconn wahrscheinlich vereinbart, dass sie hier einsteigen. Ein Großteil der Produktion, die Samsung hier in diesem Bereich macht, soll dann direkt über Foxconn zu Apple gehen. Das würde natürlich etwas Druck auf Samsung aufbauen und Apple hätte entsprechend auch einen Gegenpol hier. Man darf gespannt sein. Wie gesagt, Sharp Limit Up und das scheint so auszusehen, als würde es morgen nochmal besser gehen. Ganz kurz noch zum Schluss, Blick auf die Märkte, die sich wacker hier in Deutschland über der Marke von 7000 Punkten halten, aber auch insgesamt weltweit sieht es an den Börsen relativ positiv aus. Ja, wir bleiben weiterhin in luftigen Höhen, auch wenn jetzt gestern ein Tag war mit Gewinnmitnahmen, vor allem am Ende. Wir haben aber im Tagesverlauf, vor allem im Nasdaq Composite Index, neue Mehrjahreshochs gesehen und letztendlich eine Konsolidierung auf diesem Niveau. Es ist ja auch nichts Außergewöhnliches. Weiterhin, das Volumen bleibt dünn und natürlich reizt es immer mal wieder zu Gewinnmitnahmen. Also man sollte keine allzu großen Sprünge mehr in den nächsten Tagen erwarten. Sagt Roland Hirschmüller von der Baader Bank zu den Auslandsaktien. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte.